In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du bei trafficexchanges.de ein Konto eröffnest bzw. wie du dich hier registrieren kannst. Man muss ja schon bei den Worten aufpassen. Es gibt ja ähnliche Plattformen, die so heißen, und deswegen liegt hier die Betonung auf trafficexchanges.de. Du hast hier die Möglichkeit, dich als User, als Sponsor oder als User und Sponsor zu registrieren. Warum diese Seite so interessant ist, das will ich dir vorher nur kurz noch einmal zeigen. Und zwar, du bekommst mit der Basic-Mitgliedschaft 100.000 Werbepunkte sofort auf das Konto, täglich 500 Werbepunkte, das sind im Monat 15.000. Du kannst alle 5 Tage ein Mail schicken, nicht alle 7 Tage. Du kannst bis zu 500 zusätzliche Mails an unsere Mitglieder versenden. Du kannst E-Mails an die Downline senden, 15% Provision. 5.000 Werbepunkte für jeden neuen Referral und du bekommst lebenslang den Status als Basic-Mitglied. Und so bekommst du dieses Upgrade kostenlos. Erstelle dir einen kostenlosen Account, User und Sponsor, auf unserem neuen Werbemailer Traffic Exchanges. Hier dann draufklicken, lade dein Werbeguthaben als Sponsor mit 20 Euro auf und diese kannst du dann sofort als Werbung verwenden und sende dieses Mail an den Support. Und sobald die Zahlung bei uns eingegangen ist, werden wir die Basic-Mitgliedschaft auf Traffic Exchange mit unserem Lifetime und das Werbeguthaben aktivieren. Deswegen ist diese Seite so interessant. Okay, ich gehe jetzt zurück und wähle hier aus auf User und Sponsor. Dann so hier einen gewünschten Nicknamen. Dann Passwort. Passwort wiederholen. Dann eine E-Mail-Adresse. Handynummer ist nicht erforderlich, lasse ich hier weg. Dann die Anrede logischerweise. Dann den Vornamen und Zunamen. Dann das Geburtsdatum. Dann die Adresse. Hier dann die Postleitzahl. Dann die Ortschaft. Und hier das Land auswählen. Dann Einstellungen hier. Newsletter empfangen, ja. E-Mails in HTML-Format empfangen, auch ja. Und maximale Paid-Mails am Tag lasse ich auch auf unbegrenzt. Und hier, ich habe die AGBs von Traffic Exchanges gelesen, verstanden und akzeptiert. Und hier jetzt auf Anmelden klicken. Hier jetzt draufklicken. Ihre Anmeldung war erfolgreich. Bitte überprüfen Sie jetzt Ihren E-Mail-Account. Ich gehe zurück in meinen E-Mail-Account. Und hier sehe ich schon Ihre Anmeldung. Klicken Sie auf folgenden Link, um Ihren Account freizuschalten. Hier draufklicken und jetzt bin ich eigentlich schon auf dem Anmeldeformular und kann mich hier jetzt einloggen. Hier mit dem Nicknamen oder ID, das Passwort und hier kann ich anklicken, wie lange ich eingeloggt bleiben will. 4 Wochen, 1 Woche, 24 Stunden, 60 Minuten und so lang der Browser offen. Ich bleibe hier bei den 4 Wochen und gehe hier jetzt auf Einloggen. Okay. Und hier sind meine Interessen, die kann ich natürlich korrigieren. Ich lasse das jetzt aber einmal alles so, wie es ist. Und ich zeige hier nur noch, wo du deinen Reflink finden kannst. Hier auf der linken Seite ist das Ganze im Menü. Und gehe hier jetzt zum Beispiel auf Ref Banner. Klicke drauf und hier habe ich verschiedene Bannercodes, um ein Werbemittel auf ihrer Seite einzubinden. Also wenn du einen Blog hast, dann kannst du hier diese Banner installieren. Und hier ist der Quelltext dazu. Und hier ihr Reflink, das ist dieser hier, wurde bereits automatisch eingebunden. Ich kopiere mir jetzt diesen Reflink. Den nehme ich natürlich zum Versenden an meine Liste und dann auf anderen Plattformen. Ich gehe wieder zurück und gehe hier jetzt weiter zum Login-Bereich oder hier weiter zum Account. Spielt im Prinzip keine Rolle. Ich gehe hier weiter auf Account und hier habe ich noch einmal Ihre persönlichen Direktlinks. Das heißt, hier habe ich noch einmal meinen kompletten Links, Reflink, Battlelink, Nickpage, Gästebuch und so weiter. Also hier gibt es jede Menge Möglichkeiten zum Bewerben. So, das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein für die Registrierung auf dieser Plattform. Und wo du deinen Reflink oder Reflinks, verschiedene Reflinks finden kannst, Infos jetzt über verschiedene Werbemöglichkeiten, Werbeguthaben hochladen, beziehungsweise das notwendige E-Mail an den Support
gibt es dann in einem anderen Video. Den Link für dieses Programm findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na, dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch in Ordnung. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.